Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Da hatte ich doch Anno 2205 mir vorbestellt und bis heute noch nie gespielt. Und jetzt habe ich es erstmal wieder runtergeschmissen. Das, so muss man es auch mal machen, gell? Sich ein Spiel holen und einfach nicht spielen. Aber wir nehmen ja schon auf, gell? Und da haben wir schon den nächsten Scheiß wieder, was man wissen. Ah ja, der kauft Spiele und spielt sie nicht. Toll. Ich quassel doch schon wieder. Ich mach doch gleich wieder die Begrüßung. Ja? Nimm Valvo einfach das Zepter aus der Hand weg. Frechheit. Super. Ja, sage mal, grüezi miteinander und herzlich willkommen zur vorletzten Station der European Racing Series. Aus seriously? Italien, genau, seriously. Ja, stimmt, der Vettel fährt ja für Ferrari, sein italienisches Team. Und wir, Valvo ist natürlich dabei, der hostet ja das Spiel. Ganz klar. Servus und hallo. Jetzt überlege ich gerade, wo ist denn die Italienfabrik? Maranello. Ist das, Maranello, ist das in der Nähe von Mailand? Nein, das ist Richtung... Oh, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Richtung Verona, glaube ich. Okay. Also schreibt es in den Kommentaren, wenn ich jetzt was Falsches sage. Aber ich glaube, Maranello, Modena, das ist Richtung Verona. Ich selber war leider noch nie dort. Nicht mal auf der Strecke in Monza, ja. Also was sicherlich mal toll wäre. Ja, Monza war cool. Da hatte ich Spaß, wie ich mal dort war. Da habe ich ja mal mit dem Fahrrad die Strecke abgefahren. Richtig. Keine Sau hat's gemerkt. Ein Hoch auf Italien. Im nächsten Jahr wird ja das umgebaut, Monza. Da fliegt die erste Schikane raus. Es wird ein Fuchsi gefallen. Grüße an der Stelle. Welches Rennen haben wir? Wie vielte? Das neunte. Ah, okay, dann ist im letzten Rennen Pernet die Testerin. Genau. Eigentlich müsste man Pernet einsetzen, um vielleicht die Marktfähigkeit. Hm? Aber nein, wir bleiben... Wie die Marktfähigkeit? Ja, vielleicht erhöht sie sich, wenn sie da die Tests fahren darf, oder glaubst du, das ist eher egal? Na, ich glaube, das ist egal. Das Rennen zählt. Die jetzt sagen, ach, ist aber eine Scheiße. Könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube nicht, dass das besonders viel bringt. So, mich interessiert das jetzt gerade mega. Ich habe mir nämlich die Werte aufgeschrieben, die beim letzten Italien-Dingens ganz gut waren. Ich glaube, auf 16 waren wir da. Beim letzten Italien-Durchlauf. Und würde mich interessieren, ob das jetzt mit der zusätzlichen Schikane andere Werte bedeutet. Oder weil es regnet, ob die jetzt andere Werte bevorzugen. Einfach mal. Die Strecke ist so nehmen. Feucht. Feucht. Es wird pissen gleich. Richtig nass. Grau und feucht, das ist eine tolle Sache. Aber wir könnten trotzdem auf weich rausgehen. Damit wir fürs Rennen besser gewappnet sind. Ja, einer muss Intermediates fahren. Ach, wieso muss einer Intermediates fahren? Hä? Wieso, Michi? Weil ich das so sage, deswegen ist es ein Intermediates. Klappe. Einer muss, weil es regnen könnte. Ja, natürlich könnte es regnen, aber... Ach. Sollte man wirklich auf Intermediates rausschicken? In Italien? Ja, schick wenigstens den Liao auf Intermediates raus, damit wir für beide Reifen das Wissen sammeln. Ja, dann hoffen wir nur, dass wir genug Wissen sammeln, nicht dass das immer bei knapp davor aufhört. Na komm, Liao. Da wird sich die Ada gleich aufregen. Hey, wieso bin ich auf den falschen Reifen? Weil du das bist. Du bist, was du isst. Ja, sag das mal dem Renault. Mit seinem Fischstäbchen. Na, dann schickt man den Liao aber vorher los, weil der schneller fahren sollte. Und auf Angreifen, damit die noch ein bisschen mehr Gas geben. Gas. Da unten ist ja das, was ich gerade sehe. Ja, Gas. Es kommt natürlich der Österreicher Klassiker schlechthin. Gas. Das Neue, was es ja jetzt gepatcht wurde, ist jetzt da unten drin. Der 2D-Modus, der glaube ich für Laptop optimiert wurde, für Laptops, damit man
eines grafikschwachen Laptops das ausspielen könne. So habe ich das zumindest in den Update-Notes gelesen. Ja. Scheinbar hat es da Probleme gegeben von, dass das nicht alle spielen können. Aber, ja. Man kann ganz rauszoomen, das ist die maximale Stufe. Und wenn man reinzoomt, ist es, ja, das hier. Erinnert mich an einen ganz bestimmten Browser-Manager, den hast du auch mal gezeigt, nämlich der IGP-Manager. Das schaut ja ganz stark danach aus. Ja, stimmt, durchaus. Wie gefällt dir der 2D-Modus? Ja, eigentlich ganz gut. Sind das eigentlich die Startnummern jetzt? 3 und 4? Gute Frage. Nur einfach Platzierung. Gute Frage. Ich habe da jetzt gar nicht drauf geachtet gerade. 95 hatte Liao. Na, dann sind es doch nicht dieselben Werte wie beim letzten Mal. Weil da waren es 99% mit dem Setup. Glaube ich auch beim Liao. Wahrscheinlich, ja gut, jetzt müssen wir dann. Vielleicht auch wegen am Regen, könnte natürlich auch sein. Oder weil das sich doch von Saison zu Saison anders ist? Vielleicht die Autos schneller oder. Nein, es war in der Saison, das erste Mal Italien, was wir gefahren sind. Vielleicht auch wegen der Schikane, dass das dann sofort schlagartig ganz anders ist. Eventuell. Ja, bei ihr fehlt es auch an der Getriebeübersetzung. 91. Aufhängung war es, oder? Aufhängung, genau. Untersteuern, Übersteuern. Vor allem an der Steifheit. Dann machen wir es noch ein bisschen steifer, wenn es da fehlt. Ich bitte das zu entschuldigen, aber immer dieser Sexismus, ich kann mich da manchmal nicht zurückhalten. Komisch. Aber immer nur bei einer Fahrerin, komischerweise. Da wird sich die Pernet bald aufregen, dass sie da nicht bevorzugt wird. Könnte ich mir vorstellen. Da gibt's einen Zickenkrieg. Leute, Schnepfe, die kommt immer den Vorzug. So eine Bitch! Nur weil ich schwarz bin. Naja, schwarz ist sie nicht, aber dunkelhäutig. ja, dann spulen wir das mal ein bisschen schneller ab. Französin aus der Nähe von Bordeaux. Oder warten wir mal auf das Feedback, was wir gleich kriegen werden, hoffentlich. Können wir das fahren? Okay, dann war es in die falsche Richtung. Und dann kommt es nochmal rein, ihr beiden. Dann wird die Ada auch gleich sagen. Erstens falsche Reifen, zweitens gefällt mir das gerade nicht so geil. So, und jetzt haben wir die Auflösung. Die ist nicht die Startnummer, sondern die Platzierung. Okay. Weil wir werden ja durchgereicht, logischerweise, in die Zeiten reinkommen. Gut zu wissen, bei Grand Prix World war es die Startnummer immer. Da gab es ja die Karte im 2D-Modus, in den Bildschirmunterteilungen. Ja. 63, warte, ich bin gerade konzentriert, dass wir das richtige einstellen. Aber es gibt übrigens einen 2016 Relive-Mod, also gibt tatsächlich auf Race Depart, der Kenny hat da glaube ich Screenshots gezeigt auf Steam, für Motorsport Manager einen 2016 Real Name Mod, wo dann die echte Formel 1 Teams mit Logos und so drin sind, gell? Ja. Ich da gesehen habe mit Red Bull, Ferrari, Renault und so. Genau. Sah nicht ganz uninteressant aus. Ja, haben sie gut hinbekommen eigentlich. Viele Wagen. Also gerade der Red Bull hat super ausgeschaut zum Beispiel. Oder Force India hat auch ganz okay ausgeschaut. Also das hat mir schon ganz gut gefallen eigentlich. Mercedes ging eigentlich auch. Fahrverhalten ist jetzt viel besser, sehr schön. Dann fahrt ihr mal gezeitete Runden, dass wir mal da was sammeln vom Wissen. Sammeln. Damit wir noch irgendwann das Wissen erreichen, könnte knapp werden. Also bei weichen Reifen, ja. In der Mediates könnte es vielleicht gerade sich ausgehen. Aber sammeln. Wissen sammeln. Dass es so lang dauert mit den weichen Reifen. Vielleicht weil die Ada einfach so langsam fährt. mit den weichen Reifen. Da müssten wir jetzt einen Toto Wolf befragen.
Aber es wird Austrägt. trockener. Also jetzt hat die Ella den Vorteil. Der Toto Wolff und der Patty Lowe würde gleich sagen, schneller fahren, wie beim Lewis Hamilton. Ich überlege Die gerade, fahren. Entschuldigung, ob wir einen reinschicken. Zum Beispiel die mit den weichen Reifen, die Ada uns stattdessen auf Inters rausschicken, dass wir noch den Bonus kriegen. Glaubst du nicht mehr, dass für beide aufgeht? Das könnte echt knapp werden. Außer jetzt ist trockener, dann könnte es noch klappen. Lassen wir's. Lass muss noch. Die kommt jetzt auf Platz 7 nach vorne, weil sie die einzige ist, die da jetzt auf den Soften herumfahrt. Kannst du noch Motor ein bisschen raufdrehen, angreifen. Auch interessant, das hat er wieder zurückgestellt scheinbar. So ein Scheiß. So. Ah, Njum. der Brille. Lewis Hamilton fand es ja sehr respektlos, das Verhalten ihm gegenüber. Was man da gemacht hat mit dem Funkspruch in Abu Dhabi, habe ich heute oder gestern gelesen, dass der Hamilton nicht alles respektlos findet. Erste! Ja! So und jetzt. Jetzt noch. Komm, das geht sich noch aus. Komm, 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 mit der Mid jetzt. Oh, Rennstrim, ja. Renntrim Stufe immerhin. 2. Schade, nicht Intermediates. Ach, das ist echt doof. Das finde ich musste gepatcht werden. Ja. Aber wir schaffen hier unsere allererste Trainingsbestzeit Stand Ah! jetzt. Nein. Giro, du Bitch. Ah. War so gut, weil der Joker hat es ja mal geschafft, glaube ich, offscreen. Und jetzt werden wir wahrscheinlich noch durchgereicht. Ja, der hat es geschafft, auch wegen dem Wetter. Ich glaube, bei ihm waren so ähnliche Situationen. Ärgerlich, Schade. dass wir die Intermediates jetzt nicht freigeschaltet bekommen haben. Hätte man doch im Nachhinein müsse. Ja, gut, das kann man nicht wissen. Aber 2 und 9 am Ende der Liage auf die 9 vorgewandert. Ja, da ist Weil es da nur einige mit Regenreifen gefahren sind. gut. Die Deppen. Jönster, dir ist es nur gut. Bei ihm ist es großartig, großartig ausgezeichnet. Ja, das ist doch gut für die Pernée, weil die muss ja unbedingt nach vorne, damit sie uns wieder mag. Ja, die wird sich freuen, dass der Liao für sie gefahren ist. Und sie fragt wahrscheinlich: What? Intermediates? You idiot! Na, Regen? Durchgemischt. Also Rennen wird durchgemischt von den Verhältnissen, ja. Unser Wetterzentrum ist leider noch nicht fertig. Drag Racing China ist klasse. Go Die Team. Ingenieure haben das Auto perfekt eingestellt, ja. Dank gebührt dem Liao, den wir rausschmeißen werden. Sehr weiche Reifen und Renntrim. Ich glaube, wir haben gar keine sehr weichen Reifen, aber immerhin. Wir müssen auswählen. Jo, da sagt uns doch gar nichts. Schaut trocken aus. Vielleicht fängt es irgendwann mal zu regnen an. Jetzt wäre es wirklich sehr geil, wenn wir da wissen würden, was sich da abspielt beim Wetter. Ja, und eben wenn wir jetzt das Wetterzentrum auf Stufe 2, auf Stufe 1 haben, sehen wir bis zur Runde 10. Und wenn wir es auf Stufe 2 bis zur Runde 16, Stufe 3 bis Runde 21. Aber Und wir sind jetzt schon bei sehen wir es eben Runde bis Runde 10. 5. Genau. Wobei es dann schon sehr ausgeraut, aber ja, circa bis zur Runde 10. Werden wir es dann sehen. Irgendwas hat sich da noch reduziert. Ah, okay. Dann ist das gar nicht so das beste Setup. Dann gehen wir noch ein Na, da bisschen und mehr Richtung Höchstgeschwindigkeit. da bei der Höchstgeschwindigkeit dieser eine Hake muss weg. Haken. 93%. Joa, Frage, wie lassen wir sie fahren? Von der 14 auf Weichen, oder? Weiche Ja. und die da halten 12 Runden circa. Also Herstellerangabe, in Wirklichkeit wahrscheinlich 3 Runden. Pirelli-Angabe. Ja, genau.
Da wissen wir ja, was wir darauf geben Paul müssen. Paul Humphrey hat es als Angabe gegeben. 97. Die Startnummer von mir. Ist wieder da. Sehr schön. Sie startet von ein bisschen weiter hinten. Mittelstarten oder weich? Ist das eine überholreiche... Naja, sie müsste doch schon langfahren, oder? Wir wollen Regen. Doch weit nach vorne kommen. Ja. 21 Runden. Wenn sie es schaffen, damit auszuhalten, dann geht sich auch zweimal so oft aus. Könnte aber eine heiße Nummer werden. Eine obligatorische. Könnte man auf Nummer sicher gehen, auf Mittel und dann auf Weich. Könnte sich ausgehen, ja. Oder eben zweimal Weich. Weiche Reifen nutzen sich auf jeden Fall langsam ab bei ihr. Hm. Die Frage ist auch, was das Wetter macht. Wenn es da irgendwann anfängt zu regnen, dann wirft uns das sowieso alles durcheinander. Ja, aber splitten wir mal die Strategie, fahren wir mal mit ihr Mittel. Dann kann sie vielleicht ein bisschen länger fahren, wenn es später regnet. Vielleicht kackt sie auch genau die Strategie, aber das werden wir dann eh sehen. Vielleicht kann sie auch gar nicht fahren. Oder sie kann gar nicht fahren, genau. 17 Runden, na, das glaube ich auch erst, wenn ich sehe. Aber okay. Dann füllen wir die mal proppe voll. Richtig voll tanken. Wie den Tang. Der wird ja wieder zu uns kommen wollen, glaube ich. Aber der hat so scheiß Feedback, deswegen taugt der als Testfahrer nichts. Echt mal, also glaub, Feedback ich, von zwei. Comeback vom Boatang werden wir wohl nicht erleben. Tut mir leid, da die Fanfictions zu zerstören von Wien zuschauen. Evans startet vor Ines Santana, die hat sich geprügelt mit irgendwem. Hat ein Pflaster. Die hat auch immer wieder was Neues. Neue Haarfarbe, neues Pflaster. Dann haben wir Gatto Rogers, Venenen, der Öste, Valdes und Melo. Da hinten haben wir den Mustafa, El Salat und die Dreifuß. Sind die Top 10. Dann Antonov, Marchetta, Quaid und die Edda auf der 14. Diaz, Shira, da unten kommt Galvacanti, Ganjiro, ja, dann die Pernet und der Teil, die Teiler. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Bin ich mal gespannt auf Italien, auf unseren Lieblings-Grand Prix, kann man schon fast sagen. Ja, richtig. Was da dabei rausschaut für uns. Na gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir ins Rennen. Viel Spaß, liebe Leute.